Willkommen zurück zu Borderlands 2 in der Hammer-Dings in der Edition, nicht Hammer. Handsome, Alter, Handsome Edition auf der PlayStation 4. Und wir sind jetzt hier auf dem Weg, oder ich mit meinem Auto. Und zwar auf die Hauptmission, Jagd auf Firehawk. Okay, hier muss ich irgendwo links abbiegen. Oh, da ist die Brücke. Ich bin zu weit. Hier ist sie. Ah! Ui. Na, das war ja doof. Pass auf. Rückwärtsgang. Nach vorne. Turbo! Yeah, hab's geschafft. Okay. Bin drüben. Ah, ich muss hier rein, ne? Ja. Hier rein geht's. Ich bin bewaffnet mit Feuerwaffen ohne Ende. Da haben wir einen Nomaden-Pyro. Pyro kann ich auch. Okay. Mein Pyro trifft nicht. Alter, wieso mache ich bei denen gar keinen Schaden? Ach, der ist resistent gegen Feuerwaffen. Das macht Sinn. Tja, resistent gegen Sniper ist er nicht. Um auch zu schmeißen hier. Guck mal, der schmeißt immer da oben gegen den Pfeiler. Ein Zwerg. War da noch so ein Pyro? Ja, da. Der hat sogar ein Schild. Hör auf zu schießen. Jawohl. Okay. Oh, da will jemand spielen. Komm, lach. Alter, das Nachladen von der Waffe. Alter, ist das ätzend. Gefällt mir ja schon mal gar nicht, diese Nachladezeit hier von dem Ding. Okay, ein paar Kisten noch öffnen. Ich wollte sie eigentlich nicht gleich in die Hand nehmen. Habe ich wieder falsch gedrückt. Mein Fehler, ja, ich weiß. Steuerung und so. Also die Waffe, die Nachladezeit, Ladegeschwindigkeit 8,4. Alter, ist das echt 3,8? Ist ja, ne, hier geht die... Vergleichen die mal so. Eigentlich ist die echt besser. Die hat halt zwar keinen Feuerschaden, die hier, aber die gefällt mir echt besser. Ah, was? Wer schreit mich hier an? Das ist ein Psycho. Bringe mein Geschütz in Stellung. Hilfe. Badass Psycho. Alter, der hält ganz gut was aus. Sauber. Oh, verursacht ein Standard-Explosion 328. Aber ich habe gerade so... Alter, wie der aussieht. Voll groß. Aber ich habe nur eine Granate, die explodiert ja jetzt bei Aufprall. Die finde ich eigentlich auch ganz cool. Die behalte ich erstmal. Nix für mich. Geld. Haben die ja noch irgendwo eine Kiste versteckt oder gewesen oder so? Nö, ne? Nö. Ah, ich muss jetzt hier rein. Zum... Frostburn Canyon. Da sollen wir den Firehawk finden. Mit diesen englischen Begriffe hier. Gefällt mir aber besser als französische Begriffe, wie ich sie ja im, Der Firehawk muss hier irgendwo sein. Sei auf der Hut. Außer Jack wird niemand mehr gefürchtet als der Firehawk. Trotzdem, wenn ihn jemand besiegen kann, dann du. Auf jeden Fall. Ne, was ich gerade sagen wollte, die englischen Begriffe sind mir hier viel lieber als die französischen in, Seltsam. Assassin's Creed Unity! Der Bloodshot-Banditen-Clan scheint das Versteck des Firehawks anzugreifen. Vielleicht haben sie Markierungen für ihre Verstärkung hinterlassen. Die sollten dich zum Firehawk führen. Oder du folgst einfach den Schreien. Ich schau mal. Ich hoffe, du bist geimpft. Klar bin ich geimpft. Versuch nicht zu sterben. Verkaufen. Das auch. Munition mal aufbessern hier. Handfeuerwaffe auch noch. Sniper noch. Danke für die Kohle. Granaten mitnehmen. So, danke. Drei Worte, halt dich raus, Kammerjäger. Da
Das ist eine Sache zwischen den Bloodshots und dem Firehawk. Sobald meine Jungs seinen Arsch hergebracht haben, wird er für jeden getöteten Bloodshot büßen. Wir werden ihn an seinen eigenen Eingeweiden aufhängen. Okay. Tja, das war ein bisschen überdeutlich. Puh. Das heißt so viel wie, bleib fern hier. Incinerator Camp. Hier ist ein Klo, da sind immer Waffen drin, ne? Oder auch nicht. Sie haben Post. Nee. Keine Post. So, da vorne geht's weiter. Blisterpuss Camp. Oh, oh. Ich hab keine Zeit. Du hast dich nicht damit. Na, oh. Hör mal weg hier. Alter, der Flammenwerfer, guck ich ihn mal an. Sauber. Das ging ja nochmal gut. Ich hol's immer lieber nochmal dann zurück, wenn hier gerade keine Gegner in Schussweite sind. Dann ist die Abklingzeit zum nächsten Einsatzdings nicht so weit. Also, bis ich das wieder einsetzen kann. Die Abklingzeit und so weiter. Wisst schon, was ich meine? Gerade sehr, sehr unverständlich ausgedrückt, aber das kommt vor, wenn man am Zocken ist. Okay, da sind wieder mehrere hier. Ach, habt ihr gesehen? Da hat er mich in dem Moment was getroffen von hinten, wo ich gerade snipen wollte. Wo ist die Schussgeschwindigkeit langsam? Brenne! Ach, guck mal da. Oh, ich bin Level ab. Stufe 10, ey. Yes. Wow, das macht aber ganz gut Schaden bei denen. Wenn sie nicht feuerimmun sind, ist das echt, echt angenehm. Zweimal treffen. Zweimal nur treffen. Das sind ganz schön viele hier. Wo verstecken die sich alle? Aufpassen! Da, da oben und überall. Badass. Oh, 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 oh. Übler Geselle da unten. Da drüben. Komm schon. Ein Goliath. Na. Mano. Beuteschurke, der hat eine Kiste auf dem Rücken. Cool. Bleib stehen, bleib stehen. Alter, der hält aber was aus, ey. Jetzt greift er seine eigenen Leute an. Jetzt ist er ein Badass-Schurken-Goliath. Er, oh, ach, das sind die Viech. Stimmt, da habe ich gelesen. Die werden stärker. Wenn man ihnen den Kopf wegschießt, dann werden sie, und dann greifen sie aber auch ihre eigenen Leute an. Und dann tun sie immer noch weiter im Rang steigen und geben dann mehr Erfahrungspunkte. Ich hab keine Granaten mehr. Du könntest aber schon jetzt eigentlich mal auch mal stehen bleiben. Wo bin ich denn hier hingelaufen? Ah, ja, nein, hat mich eingeklemmt. Ich Idiot. Ich bin hier voll in die Kante gelaufen. Den krieg ich noch. Ich krieg dich. Und dann stehe ich wieder auf. Bleibst du hier? Nein. Wieso macht meine Waffe so wenig Schaden hier? Bleib hier. Verbrenne doch einfach. Nein, er verbrennt nicht. Ich bin doch so blöd, ne? Ich laufe rückwärts die ganze Zeit und guck und achte nicht, wo ich da hinlaufe. Und renne in so eine Spalte rein, wo ich das totale Opfer für den bin. Wo er mich einfach nur platthauen muss mit seinem Schlägen, ey.
Boah, war das kacke von mir. So. Ein hervorragender Tag für den Kapitalismus. Laber mich nicht voll, ey. Ich bin gerade sauer über meine eigene Blödheit. Der lebt wahrscheinlich immer noch. Die sind da am Rumballern. Wahrscheinlich kämpfen die da auch noch gegen den Typen. Ja, da springt er rum. Bam. Komm, ich schmeiß mal hier mein Geschütz hin, dann kann das nochmal da einfach in die Menge reinballern. Boah. Ich glaube, der Bus ist tot. Ah, die sind wieder feuerimmun. Okay, das war's. Mann, Mann, ey, das ist aber ganz schön heftig mit den Goliaths da, wenn man da in so einen Engpass läuft wie ich, dass man da nicht mehr rauskommt. Wo ist er denn gestorben? Da vorne? Sturmgewehr. Nehme ich mit zu verkaufen. Nee, wo ist denn da oben? Oh Gott, der ist ja drauf gelandet, auf diesem Dach. Ich will seine Kiste öffnen, die er mit sich rumgetragen hat. Stopp, stopp, stopp! Ja, und da springe ich erstmal schön zu weit. Hallo? Wieso kann ich die Kiste nicht öffnen? Hallo? Sag nicht, weil ich nicht den letzten Schuss gemacht habe oder so. Ich kann das nicht öffnen. Nein! Doch jetzt. Ah. Die Position, wo er hier halt ist, ist echt für den Arsch. Nix. Wow. Das ist echt. Wow. Nö, das ist gar nicht wow. Effektiv gegen Fleisch, noch eine Feuerwaffe, ein SMG, weniger Schaden, aber und eine Pumpe. Ich nehme einfach mal alles mit erstmal. Und dann gehen wir weiter hier rein. Das ist ungewöhnlich. Der Firehawk hat die Bloodshots längere Zeit schikaniert, aber sie haben nie zuvor einen so umfangreichen Angriff auf den Firehawk eingeleitet. Ich frage mich, warum sie sich so sicher waren. Keine Ahnung. Weiter so, Bloodshots. Dieses dämonische Ding wird den Tag bereuen, an dem es sich mit uns anlegte. Der Firehawk wird an seinen eigenen Fäkalien ersticken. Alter. Alter, genau. Da ist die Kiste. Hat sie doch dieser Weg. Ich habe mich gerade gefragt, wo der so hinführt. Hier ist eine Kiste. Weiße Waffen. Das war's. Das dann. Oh, und hier ist noch so ein Dings, so ein Zeichen. Herausforderung, Fortschrittsupdate. Entdecke die zwei versteckten Kammersymbole. Okay. Nice. So, dann auf den Weg zu Firehawk. Mal gucken, was hier noch auf uns erwartet. Auf mich wartet. Ich habe noch den Skillpunkt. Für Stufe 10. Gleich mal verbessern. Ah, jetzt habe ich die nächste Reihe hier fertig. Sauber. Oh, oh. Wo kommst du denn jetzt von hinten her, ey? Der kam aus dem Fass da raus. Wahnsinn. Oh, was ist das denn? Spider-Ant-Soldaten. Ameisenspinnen. Spinnenameisen. Der ist bestimmt auch immun gegen Feuer, der Typ da. Wow, hör auf hier rumzuspinnen. Irgendwie haben hier alle Waffen eine übelst lange Nachladezeit. Guckt euch das an. Bam. Bam. Boah. Nachladen, 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 nachladen. Nein. Alter, ich bin Level 10. Ihr seid ein Level unter mir. Warum hält ihr so viel aus? Oh, das ist wieder so ein Goliath. Wie auch einfach immer so Sniper-Schüsse und so überleben.
Der hat zwei Doppelwaffen. Oh, vielleicht ist es bei denen gar nicht so gut, wenn man die Köpfe wegschießt, weil die dann so aggro werden. Und wieder volles Leben haben. Brenne, brenne, brenne! Oh, das haut echt gut rein, wenn die sich entzünden hier. So, Glück gehabt. Geld eingesammelt. Weiter geht's. Es ist noch weit bis zum Firehawk. Diese Kisten, habe ich jetzt schon gelernt, sind eigentlich immer nur brauchbar, um schnell wieder Munition zu kriegen. Ich muss da hoch. Da geht's auch weiter, oder? Na, bleiben wir erstmal bei der Hauptquest hier. Oh, das sind ein paar mehr. Das sind ein paar mehr. Da stelle ich Geschütze hin. Okay, der ist weg. Hat er fallen lassen? Ein Schild. Ah, das ist wieder so ein Pyro. Der ist immun gegen Feuer. Den kann ich aber machen. Okay, der ist weg. Oh, der auch. Fangen wir dich wieder ein hier. Mein schönes Geschütz. Nupsi, nenne ich das. Wow! Beute, Marodur-Zwerg! Der hat einen Sack dabei. Das ist ja wie bei Diablo. Kennt ihr diese Beute-Kobolde oder wie heißen? Goblins. Cool. Hat aber nur Munition dabei und Geld. Schade. Schade, schade. Okay, mein Geschütz ist wieder ready. Ach, Klingzeit geht ja doch schneller als gedacht. Ich hörte, der Firehawk verflüssigt Banditen und trinkt sie wie Fleischsmoothies. Aber nein, bestimmt geht es deinem Kumpel Roland gut. Wenn Roland gar nicht erst so ein Vollidiot gewesen wäre, würde er... Ups, fast hätte ich mein Geheimnis verraten. Boah, Jack, ey. Das war nur am Labern. Oh, dieses... Nachladescheiße hier. Renn doch, renne! Du reißt dir gar nichts mehr in Stücke, ey. Du bist voll Toastbrot. Hier die Zeichen, die zeigen mir den Weg nach zum Firehawk. Okay. Das ist ein Badass. Badass. Granate wird geworfen. Oh, das Geschütz hilft immer ganz gut bei denen. Weil sie dann nicht mehr so auf mich zustürmen, diese Badass-Nahkämpfer, ey. So. Was haben wir denn hier? Nix. Nix Schönes. Wieder Alter, zwei Badass-Psychos hintereinander. Okay. Hat nur Geld fallen lassen. So, hoffentlich kommt jetzt nicht noch einer, Alter. Alle Waffen immer durchladen muss hier. Okay, ich habe wenig Leben. Aber gut Schild aufgeladen. Aber wenig Leben. Nur Kisten und sowas. Okay, Gebietswechsel hier, glaube ich. Wow. Ah, habe ich mich erschrocken bei den Dürfte ich was erklären? Selbst wenn du Roland vor diesem Firehawk rettest, die Crimson Raiders sehnen sich nicht gerade nach dieser Welt. Weißt du was? Ich glaube, du verdienst einen kleinen Tipp. Mein Geheimnis hat damit zu tun, dass der Widerstand sterben und ich mich kaputt lachen werde. Ja. Oh Mann, okay. Hauptsache, man, er kann über sich selber lachen, ne? Spider-Ant Ritter! Oh. Wow, wow, wow! Geschütz wird aufgestellt! Alter, Lava! Stirb! Da ist wieder so ein Feuerviech. Ja, halt überhaupt nichts aus hier.
Lass mein Geschütz zufrieden. So, der ist weg. Uiuiuiui. Bin ja immer heftiger, die Gegner hier. Obwohl ich schon in Stufe 10 bin und die 9. Da ist immer noch so ein Viech oben. Kommt jetzt runter. Komm um die Ecke. Ein Soldat. Wird. Hau ab. Okay. Fast so wie so ein gutes Scout-Gewehr, was ich hier habe. Einzelschuss und so, aber funktioniert. Was war das? Ich will es nicht wissen. Komische Sounds hier, ey. Wow, Gegner. Okay, einer weniger. Okay. Da scheint ja doch noch ein bisschen was zwischen mir und dem Firehawk zu stehen hier an Gegnern. Da unten sind schon wieder welche. Psycho. Brennender Psycho. Jetzt kannst du sagen, du bist ein brennender Psycho. Wow, 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 wow. Blitze. Ich kriege auch so noch. Ach, so wenig Schuss immer. Okay. Das konnte ich auch noch ohne mein Geschütz ganz gut regeln hier. Okay, der kommt von oben. Tue ich mal hier abfangen. Oh, Pyros. Sind die zu zweit? Komm, 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 nachladen. Okay. Wenigstens zwei mit dem Korrosionsfass erwischt. Jetzt brauche ich mein Geschütz doch. Okay. Ja. Ich hab einen dicken Haufen Fleisch. Der wird dir gefallen. Ach, er läuft nicht weiter. Ich wollte ihn mit dem Fass machen. Mach ich ihm so. Er lebt noch. Ob du noch wächst, wenn ich dich in den Boden pflanze? Der hat nur Geld fallen lassen, ey. Wo muss ich denn lang? Warum will keiner mit mir spielen? Weil du Psycho bist. Das Schlimmste. Oh, nicht schon wieder so einer. Ich bin spät. Was das? Jawohl, er konnte sich gar nicht verwandeln. Drüben, da drüben. Okay, der geht drauf. Der geht drauf. Oh, da ist noch einer. Nicht das. Och, immer das Nachladen, ey. Ah, Nahkampf. Boah, Nahkampf ist in diesem Spiel nicht stark, ne? Muss man ja sagen. Aber der ist immun gegen Feuer. Ah, zu weit weg. Granaten sind auch nicht besonders stark. So. Okay, nehmen wir noch die Kiste. Nix, nix, nix. Oh, Geldkiste. Nice. Weiter geht's. Immer noch nicht beim Firehawk angekommen. Mann, das ist großes Gebiet hier, wo ich durch muss. Das ist es. Das Versteck des Firehawks. Sei vorsichtig, Freund. Mach dich auf jede Menge Fallen gefasst. Ah! Ah! Ah!
Badass am Siehst Boden. Siehst du, Fern, sieh zu, dass dir das nicht passiert. Ja. Und was ist hier? Eine Höhle? Hier ist eine Leiter. Hey, ja. Aber hier ist nichts. Eingefrorener Wasserfall. Ah! Das ist doch wieder so ein Dings. So ein Zeichen. Herausforderung. Kult-Dings. Badass Rang 5. Nice. Aha. Für irgendwas muss der Leiter ja gut sein. Okay, aber wir haben das Versteck des Firehawks, glaube ich, dann schon fast gefunden. Hier müssen wir jetzt hinein. Gucke ich nochmal schnell hier, wie viele Badass-Punkte ich habe. 3 habe ich. Badass-Rang 1286. Nicht schlecht. Möglicher Elementareffekt. Ah, weiß nicht. Schild, Ladeverzögerung. Rückstoßdämpfung, Nahkampfschaden, Feuerrate. Feuerrate finde ich auch gut. Rückstoßdämpfung, okay, was noch? Möglicher Elementareffekt. Ja. So, wie ist hier? Oh, da kommt noch einer. Yay! Bam, ins Gesicht die Granate. Oh, du Mutantenviech. Ja, war klar. Mann, dass sie immer so auf einen Zustürm kommen. Ey. Bleib doch hin. Ey. Dass sie immer auf einen Zustürm kommen. Zugestürmt kommen. So. Und man die nicht so nur stoppen kann. So, aber ich wollte jetzt hier in der nächsten Folge reingehen. Sind wir jetzt schon 27 Minuten. Und dann geht es in der nächsten Folge dann den letzten Schritte zum Firehawk. Er zeigt uns hier den Weg. Dankeschön. Nett von dir. So ein Wegschilder sind echt praktisch. Okay, da geht's rein zum Firehawk. Also, vielen Dank fürs Einschalten, Leute. Und ich hoffe, ihr seid in der nächsten Episode auch wieder mit dabei. Hier bei Borderlands 2. Und mit dem Firehawk. Also, haut rein, Leute. Bis dann. Ciao, ciao.